Symmio Prime sind die ersten Full-Frame-Optiken, die in PL und EF verfügbar sind. Allerdings entwickelt wurden sie auf PL und das ist eine Anforderung speziell von den Rental-Häusern gewesen, dass sie gesagt haben, wir brauchen für unser Line-Up PL-Mounted-Optiken. Canon kam zu uns und hat mich dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ihre neuen Symmio Primes zu testen. Und sie hatten etwas Budget und sie haben gesagt, mach, was du willst und sag uns nachher, wie du die Primes findest, die neuen Linsen. Und das haben wir gemacht und so sind wir dann mit einem Vorlauf von 10 Tagen dann in Teneriffa aufgeschlagen und haben dort mit einem Pärchen einen Boy Meets Girl Film gemacht. Canon hatte drei Prototypen uns mitgegeben. Die eine war eine 14er, dann war es eine 35er, eine 85er. Alle drei Symmio Primes und mit diesen drei Primes, also einer, wenn du so willst, einem starken Weitwinkel und eine Linse, die so im Weitwinkel Mitte und Porträt zu finden ist, in einer ausgeprägten Porträtlinse haben wir dann unser Projekt realisiert. Die Anforderung der Kameramänner war noch mehr Schärfe, noch mehr Crisp wollte man nicht. Das ist mit Sicherheit auch eine der Entwicklungen, dass die Leute sehr, sehr viel Vintage-Optiken nutzen. Wir haben eine sehr erfolgreiche Vintage-Optik, nämlich die K35, in den 70er Jahren herausgebracht. Und bei der Entwicklung der Symmio Primes hat man geschaut, was sind die Vorteile von K35 und was sind die Vorteile einer modernen Optik und hat hier im Prinzip Hightech und Kunst gemischt. Also das Interessante an den Symmio Primes ist, dass die Canons hingegangen sind und sich überlegt haben, höher, weiter, schneller ist vielleicht nicht unbedingt die richtige Strategie zum Erfolg, sondern vielleicht ist es ja so, dass die Filmemacher draußen unsere Linsen nutzen wollen, vielleicht etwas suchen, was Persönlichkeit bedeutet. Den Canons ist aufgefallen, dass ihre alten 70er Jahre Design, die berühmten K35, dass die gebraucht Wert haben, der weit über den von vielen, vielen neuwertigen Primes geht. Da gibt es einen Grund für. Und der Grund ist nicht nur Linsenfetischismus, sondern schlicht und einfach, dass die Leute eigentlich einen Look und Feel haben wollen, der organisch ist, der sympathisch ist, der besonders ist, der uns sozusagen wieder die Welt, die Filmwelt nicht in der Informationsabbild ist, sondern die Filmwelt als Gefühlsabbild darstellt. Und das haben sie realisiert mit den Symmio Primes, indem sie hingegangen sind und gesagt haben, wir gucken doch mal, was die Vintage-Welt eigentlich so bietet. Und das sind Flares, gewisse auch Ghostings, gewisse Unschärfen, gewisse Weichheiten, gewisse Halations, also wenn ein Highlight anfängt zu leuchten, ja, und so weiter. Und das haben sie eingebaut. Und zwar insofern, dass wenn du die ganz offen hast, das sind Superspeed-Linsen, also mit der 1.5 hast, dann haben sie ein ausgesprägtes Verhalten zum Flair, sehr flairig und weich. Und blendest du sie ab, auf eine 4 sind sie knochenharte, sehr kontrastreiche, moderne Linsen. Also im Grunde kriegst du in einer Linse beides. Es ist aber nicht das Ziel bei der Konstruktion gewesen, Linsen herzustellen, die sozusagen als perfektes Operationswerkzeug funktionieren, im Sinne von null Focus Breathing, null Apparationen, null, 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 nur Schärfe, Schärfe, Schärfe. Da gibt es genug auf dem Markt, was wirklich gut ist. Ja. Sondern Canon ist einen anderen Weg gegangen. Sie haben gesagt, wir wollen Personality, also Persönlichkeit schaffen. Wir wollen den Leuten Linsen an die Hand geben, mit dem sie sozusagen ihre Menschen, also ihre sympathischen Stories erzählen können, die toll flairen, die Gefühle transportieren können. Und das machen die toll. Man kann sagen, zwischen Offenblende und der 2 spielt sich das meiste Lebensgefühl der Linsen ab und danach entwickeln sie sich zu einer modernen Linse, wie wir sie kennen, allerdings mit einer ausgeprägten Dimensionalität. Die Lens-Flares der Symmio Primes sind ziemlich ähnlich zu denen der K35, weil sie auch relativ bunt sind mit einem starken Hang zum Rot. Bei den Zeiss Superspeed ist es zum Beispiel eher so ein lila Ton und auch mal blau und ein bisschen grün dabei. Und die Symmio Primes sind da sehr sie selber. Die haben da sehr eigene Eigenschaften und sie flaren sehr leicht. Wenn du sie aufmachst, flaren sie super leicht. Und das ist sehr schön. Wenn du sie ein bisschen zumachst, flaren sie nicht mehr so leicht. Und also von der Blende zumachst. Das ist sehr interessant und damit verhalten sie sich anders als typischerweise alte Vintage-Linsen, weil die flaren, auch wenn du sie zumachst. Von der 14er bis zur 85er, das waren die ich hatte, kann ich nur sagen, die sehen alle gleich aus, was die Farbempfinden betrifft.
Und auch wenn du sie runter abblendest, ändert sich die Farbe nicht. Bei der Entwicklung und Herstellung der Optiken achtet man sehr darauf, dass sie im Prinzip einem Industriestandard entsprechen. Das heißt, alle Optiken sind mehr oder weniger gleich groß, gleich schwer. Man hat 300 Grad Fokusweg, 0,8er Zahnung, eine stufenlose 11 Lamellenblende und 114er Frontdurchmesser. Die Sumire Primes sind ganz normale Kinolinsen. Also genauso wie das Zeiss oder Cook sind oder Ingenieur oder was auch immer. Es sind hochwertig hergestellte Workhorses. Ja, die sind gemacht, um ein langes Arbeitsleben auszuhalten. Canon hat uns eine C700 FF, das FF steht für Full Frame, zur Verfügung gestellt. Und mit der haben wir dann in Handheld, Nachrichtenstil beinahe, haben wir dann unser Projekt realisiert. Also eigentlich macht die 5,6 oder 6K knapp irgendwas auch immer. Das rendert sich dann runter auf 4K und so habe ich ein ernsthaftes 4K-Bild. Und wenn man sie ein bisschen auf einer 2,8 hat, dann ist das ein bitterscharfes 4K-Bild. Wird wahrscheinlich auch ein tolles 6K-Bild sein oder ein 8K-Bild, was weiß ich. Aber das ist in meiner Welt nicht wichtig. Die einzige interessante Frage, die sich in puncto Schärfe stellt, ist, wie nehme ich die Schärfe wahr? Also das, was man auf Englisch Perceived Sharpness nennt, wahrgenommene Schärfe, ist die einzige, die interessiert. Und die kann ich viel mehr steuern, zum Beispiel durch Farbe, Vordergrund, Farbe, Hintergrund. Die kann ich ganz stark steuern durch Hintergrund, unscharf und so weiter. Wir empfinden interessanterweise Totalen, wo eigentlich alles scharf ist, am unschärfer als Großaufnahmen. Die empfinden wir deutlich schärfer. Und das liegt schlicht und einfach daran, weil wir einen scharfen Kontrast haben. Scharfer Vordergrund, unscharfer Hintergrund. Und deswegen ist dieses Numbers Game, 6K, 8K, egal.